Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 6. November 2014 mit der Nummer 466. Rehuvot. Die innere Uhr steuert nicht nur zahlreiche Körperfunktionen in einem etwa 24-stündigen Rhythmus. Auch die Bakterien unserer Darmflora haben sich daran angepasst. Sie verändern ihre Vermehrung und Stoffwechselaktivität im Tagesverlauf, berichteten israelische Forscher im Fachblatt Cell. In Experimenten mit Mäusen stellten sie fest, dass die Tageszeit der Nahrungsaufnahme als entscheidendes Zeitgebersignal für den normalen Aktivitätsrhythmus der Darmbakterien wirkt. Dadurch reagieren die Mikroben indirekt auf den Tag-Nacht-Wechsel, obwohl sie keinen direkten Kontakt zur Außenwelt haben. Sowohl bei Mäusen als auch bei Menschen stört eine Zeitverschiebung die normale rhythmische Aktivität der Bakterien und erhöhte die Anfälligkeit für Übergewicht. Daher könnten Menschen, deren Gesundheit durch Schichtarbeit, Sommerzeit oder häufige Flugreisen gefährdet ist, von vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz der Darmflora profitieren. Toulouse. Jahrelange Schicht- und Nachtarbeit verringert einer aktuellen Studie zufolge die Gedächtnisleistung und das Denkvermögen. Bei Menschen, die mehr als 10 Jahre unregelmäßigen Arbeitszeiten ausgesetzt waren, nehmen die kognitiven Fähigkeiten deutlich schneller ab als bei anderen Berufstätigen, hieß es in einer am Dienstag im VS-Fachmagazin Occupational and Environmental Medicine veröffentlichten Studie. Aus früheren Untersuchungen ist bereits bekannt, dass unregelmäßige Arbeitszeiten und Nachtarbeit zu Geschwüren, Herzkrankheiten und bestimmten Krebsarten führen können. Über die Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten war bislang wenig bekannt. Genf Welt. 2013 und 2014 ist der 5. IPCC-Bericht zum Klimawandel erschienen, in 3 umfangreichen Teilberichten mit etlichen 1000 Seiten. Anfang November wurde nun auf 40 Seiten ein Summary for Policemakers veröffentlicht. Dieses enthält nicht nur erhebliche Widersprüche, Vereinfachungen und sogar Verfälschungen gegenüber den umfangreichen Teilberichten zuvor, sondern steht auch im krassen Gegensatz zu nahezu allen Messungen und Trends in der Natur. Das fällt nun sogar sonst eher zu Alarmismus neigenden Medien auf. Doch während die vorigen Klimaberichte über weite Strecken streng den Sachstand mit all seinen Widersprüchen darstellen, unterschlägt der neue Synthesereport wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Welt. Die Ebola-Panik erfasst den gesamten Planeten. Dabei gibt es keine virologisch validen Beweise für die Existenz einer infektiösen Ursache von Ebola. Es werden wie immer im Pandemiefall bestehende Erkrankungen mittels dubioser Tests einfach umdefiniert. Da GlaxoSmithKline zusammen mit der VS-Behörde CDC unter Hochdruck an einer genetischen Impfung gegen Ebola arbeitet, scheint es auf der Hand zu liegen, dass Ebola konstruiert wurde, um die Akzeptanz für genetische Massenimpfungen zu schaffen. Vorhandenes Video bitte anschauen. VSA. Nach Wasser und Boden, jetzt auch die Luft. In der Nähe von VS-Fracking-Standorten haben Forscher teilweise enorm erhöhte Werte von Luftschadstoffen gemessen. Vor allem Benzol, Formaldehyd und Schwefelwasserstoff lagen bei der Hälfte der Proben um ein Vielfaches über den Grenz- und Hintergrundwerten, wie die Forscher im Fachmagazin Environmental Health berichteten. Washington, VSA. Das Ergebnis der Kongresswahlen stellt für die Demokraten ein Debakel von historischem Ausmaß dar. Es ist die endgültige Abrechnung Amerikas mit Obama, einem ebenso unfähigen wie selbstherrlichen Narzissten, mit dessen Versagen man schon vor seiner Wahl in 2008 rechnen musste. Wenn man denn genau hingesehen hat, seine Wahl zum Präsidenten war eine bloße Laune der Geschichte. Dann schauen Sie mal genau hin, Herr Steinhöfel, das war keine Laune der Geschichte. Washington. Die Republikaner haben die Kongresswahl in den Vereinigten Staaten klar gewonnen. Sie verteidigten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und gewannen aktuellen Auszählungen zufolge 5 bis 7 Sitze bei den Senatswahlen hinzu,
sodass sie dort künftig in der Überzahl sind. New York. Die Tageszeitung The New York Times hat von Präsident Obama gefordert, den VS-Bürger Gross gegen 3 kubanische Aufklärer auszutauschen, die seit 1998 in den USA im Gefängnis sitzen. Gross ist wegen verdeckter Aktionen in Kuba inhaftiert. Lateinamerika. Uruguay, Costa Rica und Chile sind die lateinamerikanischen Länder mit der größten Freiheit der Meinungsäußerung, gab Dienstag Claudio Paulillo, Präsident der Kommission für Meinungsfreiheit der Interamerikanischen Pressevereinigung, bekannt. Cartagena. In Kolumbien haben sich erstmals Vertreter der Pazifikallianz und des gemeinsamen Marktes des Südens, also Mercosur, in Mercosur getroffen. Ziel war die Stärkung der Zusammenarbeit der Bündnisse. Afrika, VSA. Das VS-Militär will in Afrika intervenieren. Es ist heute bereits ausreichend, wenn angeblich eine Epidemie drohen kann. Unter diesem Deckmantel ist Expansionspolitik und Systemwechsel nach dem Muster der Schockstrategie möglich, ohne dass es einer Kriegserklärung bedarf. Die Firma VS Corporation auf permanenter Akquisetour. Gaza. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat Israel ultimativ aufgefordert, sich an das Kairoer Abkommen zu halten, wozu die Aufhebung der Gaza-Blockade gehört. Mahmoud al-Zahar, ein führendes Hamas-Mitglied, betonte, wir werden uns an die erzielte Waffenstillstandsvereinbarung nicht mehr gebunden fühlen, falls Israel die Gaza-Blockade nicht unverzüglich aufhebt. Teheran. Die 5. Kredittranche des eingefrorenen iranischen Vermögens ist nach einer Information der Zentralbank der Islamischen Republik Iran freigegeben worden. Diesem Bericht zufolge hat Indien im Zuge der Genfer Nuklearverhandlungen 500 Millionen Dollar seiner Schulden an die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate übertragen und anschließend auf ein Sonderkonto der iranischen Zentralbank überwiesen. China, Japan. Während Japan mit aller Gewalt versucht, die Inflation mit Hilfe der Druckerpresse anzuheizen, kämpft Chinas Wirtschaft ebenfalls mit Konjunkturproblemen. Insbesondere der Immobiliensektor im Reich der Mitte kommt in das Straucheln. Damit verschlechtern sich allerdings auch die Aussichten der Weltwirtschaft. Moskau. Der russische Rubel ist gestern erneut auf ein neues Allzeittief sowohl zum Euro als auch zum Dollar gefallen. Dollar-Rubel stieg bis knapp unter die 45er-Marke, trotz der Anhebung der Leitzinsen um 1,5% durch die russische Zentralbank letzten Freitag. Damit beträgt der Leitzins nun 9,5%, eine heftige Differenz zu den Zinssätzen der Währungen Euro und Dollar. Auslöser des neuen Allzeittiefs des Rubels ist die Meldung der Zentralbank, dass sie ihr maximales Volumen zur Stützung des Rubel deutlich verringern wird. Die Entscheidung der Notenbank dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Währungsreserven des Landes dahinschmelzen. Moskau. Russland ist laut Präsident Putin in der Lage, die gegen die heimische Rüstungsindustrie verhängten westlichen Sanktionen nicht nur abzufedern, sondern eine Position auch zu festigen. Seine Position auch zu festigen. Moskau-Kamtschatka. Das russische Militär hat Mittwoch eine Interkontinentalrakete des Typs Sinewa getestet. Das Atom-U-Boot Tula der Nordflotte feuerte die Rakete aus der Barentssee ab, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Moskau-NATO. Bereits vor der Ukraine-Krise hat die NATO einen Ausbau ihrer Infrastruktur in Europa geplant. Um diese Pläne umzusetzen, will sie Russland nun dämonisieren, sagte Russlands NATO-Botschafter Kruschko im Interview mit der russischen Tageszeitung Kommersant. Moskau, New York. Wladimir Putin ist vom VS-Magazin Forbes wieder zur mächtigsten Persönlichkeit der Welt gekürt worden. Der russische Staatschef hatte bereits im vergangenen Jahr die Forbes-Liste angeführt. Moskau, Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin hat Mittwoch konstatiert, dass der Bürgerkrieg in der benachbarten Ukraine trotz der vor 2 Monaten vereinbarten Waffenruhe zwischen Militär und Milizen andauert.
Kiew. Die ukrainische Regierung hat die Entsendung weiterer Soldaten in den Osten des Landes angeordnet. Er habe seinen Armeechefs befohlen, neue Einheiten in das Gebiet zu schicken, um die Städte im Osten und Südosten zu schützen, sagte der ukrainische Präsident Schokoladenkönig Poroschenko laut Nachrichtenagentur Interfax. Die Truppen sollten mögliche Angriffe auf Mariupol, Berdjansk, Charkow und den Norden von Luhansk abwehren, sagte Poroschenko den Angaben zufolge bei der Sitzung des Nationalen Sicherheitsausschusses. Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Stoltenberg sind russische Truppen an die ukrainische Grenze herangerückt. Ukraine, NATO. Die Osterweiterung von EU und NATO bildet den eigentlichen Hintergrund des aktuellen Geschehens in der und um die Ukraine. Treibende Kräfte waren von Beginn an die VSA und der bisherige NATO-Generalsekretär Rasmussen, wobei ihnen die Regierung der BRID assistierte. Sie stehen auf der einen Seite, auf der anderen befindet sich Russland mit Putin, die das nicht hinnehmen. Eine NATO-Anbindung wurde übrigens schon 2008 und früher versucht, konnte damals aber noch nicht verhindert werden. Budapest, Brüssel. Der ungarische Premier Orbán hat erneut seine Entschlossenheit bekundet, trotz der Kritik aus Brüssel seinen Beitrag zur Umsetzung des South Stream-Projekts für russisches Gas zu leisten, berichtete die tschechische Zeitung Pravo gestern. EU-Palästina. Die neue Außenbeauftragte der EU, Mogherini, kündigte an, während ihrer fünfjährigen Amtszeit die Rolle der EU im Nahen Osten zu verstärken. Eines ihrer Ziele sei es, den Staat Palästina anzuerkennen. EU-Kolumbien-Peru. Die EU-Kommission hat letzte Woche Mittwoch zwei Berichte angenommen, denen zufolge Kolumbien und Peru die Kriterien für die Aufnahme von Verhandlungen über Abkommen zwischen diesen Ländern und der EU über die Befreiung von der Visumspflicht erfüllen. Bulgarien. Bulgariens Polizei hat rund 1500 Unterkünfte bei einer Razzia gegen illegale Migranten durchsucht. Dabei handelt es sich vor allem um Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, die über die Türkei illegal in das südosteuropäische Land gelangt waren. Von 118 Festgenommenen seien 107 in Sofia gefasst worden. Die bulgarische Hauptstadt sei ein Ausgangspunkt für die Weiterreise illegaler Migranten nach Westeuropa, erklärte Interims-Innenminister Bakalov. Großbritannien. In Großbritannien verlangen die Kunden immer mehr weiße Taxifahrer. Unerwünscht sind Fahrer aus arabischen und asiatischen Ländern. Auch in Großbritannien geht das. Schön. Cambridge. Jungen spielen am liebsten mit Autos, Mädchen mit Puppen. Dieses Klischee stellt die Theorie des Gender-Mainstreaming in Frage. Sie besagt, dass jeder Mensch unabhängig von seinem biologischen Geschlecht wählen kann, als Mann oder Frau zu leben. Die Fixierung auf soziale Rollen, etwa als Mutter und Hausfrau, sei auf die Erziehung zurückzuführen und müsse überwunden werden. Ich fasse es manchmal nicht. Aber wissenschaftliche Experimente mit Affen sowie Hirnforschungen am Menschen bestätigten angeborene Verhaltensunterschiede zwischen Mann und Frau weitgehend. Bitte selber weiterlesen. Berlin, Brüssel. Beim geplanten europäischen Abwicklungsfonds sollen deutsche Banken mehr zahlen, um französische Institute zu entlasten, geht aus einem Papier des Bundesfinanzministeriums mit dem Titel Mechanismus der Bankenabgabe vom 31. Oktober hervor, das dem Handelsblatt in der Mittwochausgabe vorliegt. Dort wird aufgelistet, welche Anteile die Länder zum 55 Milliarden Euro schweren Abwicklungsfonds beitragen sollen. Für die Banken aus Deutschland und Frankreich seien es jeweils 28%, also rund 15,4 Milliarden Euro. BRID. Gegen das Mautgesetz von Verkehrsminister Dobrindt werden Bedenken wegen des Datenschutzes laut. Die Daten könnten dem Gesetzentwurf zufolge bis zu 13 Monate lang gespeichert werden. Zu den betroffenen Daten gehören laut dem Gesetzentwurf, den die Seite netzpolitik.org inzwischen öffentlich gemacht hat, ein Bild des Autos, der Name des Halters sowie der Ort und die Zeit, an der das Auto auf einer Autobahn in das Visier der Kontrolleure geriet. Deutschland.
Kassenzettel, Flugtickets, Quittungen aus dem Geldautomaten und noch viele andere Papierprodukte enthalten Bisphenol A, einen giftigen Stoff mit hormonähnlicher Wirkung. Fasst man die Papierchen an, kann allein dies die BPA-Belastung des Körpers in die Höhe schnellen lassen. Aber nicht nur über die Haut gelangt BPA in den Organismus. Isst man nach dem Anfassen des Kassenzettels ein Sandwich, also ein Butterbrot würde ich eher sagen, einen Apfel oder ähnliches, das man in die Hand nimmt, isst man das giftige BPA gleich mit und steigert damit sein Risiko für diverse lebensbedrohliche Erkrankungen. Tja, das erwischt uns halt von allen Seiten. Dresden. In Dresden demonstrierten 1500 Menschen gegen die Islamisierung. Es wurden immer mehr. Normalerweise steht bei einer Demonstration irgendein Schreihals mit Lautsprecher vorne und peitscht die Leute ein, damit diese irgendwelchen Stuss brüllen. Laut, die Teilnehmer halten viele Fahnen in die Höhe, die Polizei hat zu tun, die Masse zu bändigen. Das normale Volk sieht angewidert zu, ärgert sich über die Verkehrseinschränkungen. So läuft das, wenn die Antifa mal wieder gegen angebliche Nazis demonstriert, eine Gewerkschaft für höhere Löhne durch die Stadt zieht und so weiter. Bei Pegida, den patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes, ging es Montagabend jedoch ganz anders zu. Es wurde schnell klar, warum dies so war. Das Organisationsteam der Demo um Lutz Bachmann setzt auf eine stille Form des Protests. Und die gute Nachricht? Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich. So habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritikküssen. Zum Vierten hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es dann zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Wilhelm Busch. So und wie immer, Robert Beetz noch ein Stückchen. Wer kann schon gut Nein sagen? Was wir in der Kindheit nicht durften, dürfen wir heute lernen. Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, können Sie gut Nein sagen? Wenn jemand etwas von Ihnen will, das in Ihnen den Gedanken auslöst, das stimmt für mich nicht. Das will ich eigentlich nicht tun. In der Kindheit hat uns niemand vom Nein in der Liebe erzählt. Damals mussten wir gehorchen und brav, nett und lieb zu sein war ein Muss. Um uns die Liebe und Aufmerksamkeit der anderen zu verdienen oder um auch nur geduldet zu werden. Sehr viele Menschen sagen täglich Ja, wo sie eigentlich Nein sagen wollen, es aber nicht können. Warum tun sie das? Zum Beispiel, weil sie Angst haben, die Zuneigung des anderen zu verlieren oder um des lieben Friedens willen und um keinen Ärger zu bekommen. Dieses Verhalten nenne ich ein Verrat am eigenen Herzen. Denn es ist die Stimme unseres Herzens, die uns signalisiert, das hier fühlt sich stimmig und jenes nicht stimmig an. Aber wie gesagt, hat uns niemand gesagt, dass wir auf die Stimme unseres Herzens hören können und dass dieses Herz ein verlässlicher Navigator für ein glückliches Leben ist. Sehr schön. So, und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören und verbleibe wie immer eure Conny von der Nachrichtenredaktion der Honigmannsack.wordpress.com. Und tschüss.